Bing. Neotier. Hallöche und herzlich willkommen zur dritten Folge von Transport Fever 2 hier auf meinem kleinen süßen YouTube-Kanälchen. Hier warten 16 Personen, das ist... Aber hier warten ganz schön viele, ne? 23, ach du heiliger Bimselbamsel. Wir waren hier 12, wir brauchen noch ein paar... Warte mal, nee, das war hier, ne? Können wir da nicht... Fahrzeug klonen, 1... 2, 3. Setzen wir mal 3 weitere ein. Wie schaut's hier? 59. Naja, gut, das ist jetzt noch nicht die Welt, wenn ich ehrlich bin. Wie viele warten denn hier immer so in den Haltestellen? 2, 1. Ja, okay, das können wir. Das ist egal. Ja, guck mal, schön, er fährt echt Gewinn ein. Ah, ist das super. Ein zweiter Zug lohnt sich immer noch nicht. Ich wäre ja fast dazu geneigt, Busenberg mit an... Der Name, ne? Ich wäre ja wirklich fast dazu geneigt, Busenberg mit anzuschließen. Oder eine neue Linie hier hinzubauen. Warte mal, wir können ja den Bahnhof mal... Wir können den Bahnhof ja mal... konfigurieren. Machen wir hier oder machen wir da direkt eine Plattform hin? Weißt du was, wir bauen da mal, obwohl, ja doch, ne? Nee. Wir machen da mal Gleise hin. Autosave, danke. So, verschiedenes. Dann machen wir das da auch mal hin und dann machen wir noch Dächer drauf, damit das gleich aussieht. So. Sehr geil, oder? So, dann würde ich sagen, das Ding kann da, glaube ich, erstmal stehen bleiben, denke ich. Kommen wir da vor. Das Ding kann da nicht stehen bleiben, denke ich. So, aber das können wir jetzt machen. Dann müssen wir mal gucken. Busenberg. Hallöche, Busenberg. Wie geht es dir, mein Freund? Ihr wohnt da. Das heißt... Ja, sollen wir den doch mal hier oben hinstellen im Bahnhof? Bam, bam, bam. Bam, bam, bam. Oder wir bauen ihn so. Wisst ihr was? Das machen wir mal. Pass mal auf. Wir bauen das mal anders. Und zwar nehmen wir die Straße. Gehen hier mal raus. So. Gehen dann mal hier lang. Oh, da habe ich nichts mit zu tun. Nee, so nicht. Aber wir können das mal so machen. So. So. Und dann gehen wir hier doch mal, würde ich sagen, so rein. So. Nein. Blöd Mann. Dann wird zwar ein Gebäude entfernt, aber das ist mir gerade relativ egal. Oder bauen wir den hier oben hin? Können wir eigentlich auch machen, ne? Dann bauen wir den mal hier in den Bahnhof. So.
Dann bauen wir hier direkt mal Busse hin. Obwohl, hier können wir eine Bushaltestelle bauen, oder? Machen wir da eine hin. Dann würde ich sagen, machen wir hier eine hin. Da und da. Dann machen wir hier schon mal eine neue Linie. Von hier nach da, dann dahin und dann dahin. Und das ist ÖPNV Büsenberg. ÖPNV Büsenberg. So, gucke mal. Das hätten wir schon mal. Und dann gehen wir jetzt mit der Gleisen vor allen Dingen. Gucken, dass wir hier mit 80 oder so rauskommen. Ja, das sieht ganz gut aus. Und dann müssen wir in die Richtung. Ja, das kriegen wir auch hin. Guck mal. Wo ist das Gleis? Da ist das Gleis. Dann können wir nämlich mit 120 hier so durchdüsen. Dann geht es nämlich einfach straight soon in diese Richtung. Neues Fahrzeug. Schön. So. Und da ist auch schon der Bahnhof. Machen wir es mal so. Dann ist das richtige Gleis. Jawohl. Das zweite lassen wir erstmal. Guck mal. Ja, ja. Und dann könnte man nämlich hier das Gleis noch rauslegen, um dann halt, oder man könnte das hier mitfolgen lassen und dann halt davon abgehen. Ja, irgendwie so kann man das da machen. Das bedeutet aber auch, dass wir unser Depot ein bisschen anders platzieren müssten. Oh, 110%, wir sind überbelastet. Das bedeutet dann aber auch, dass wir echt mit Steinen mal arbeiten müssen. Das heißt aber von da nach hier die Steine transportieren. Das würde ich dann auch mit dem Zug machen. Das machen wir aber später. Ich muss mich gerade mal ein bisschen anders hinsetzen. Tut mir very sorry. Ja. So, ich würde mal sagen, bauen wir da erstmal ein... Hier warten jetzt schon wieder 30 Leute. Das ist schon echt gut. Ja, das ist schon gut. Und die Leute, die dann weiter wollen, müssen halt umsteigen. Das könnte dann aber auch heißen, dass wir bald wahrscheinlich einen zweiten Zug irgendwie einsetzen müssen. Gucken wir mal. Wobei, das Depot, wenn wir das Depot vielleicht hier mal so hinsetzen, so eventuell, nein, und mit Gleis verbinden tun würden. Wir gehen hier mal weiter, so, und gehen mit dem Gleis hier ran. Und ziehen uns dann quasi hier einmal das Gleis rüber. Und sagen ihnen hier eine... Ja. Nö, das wollte ich jetzt nicht. Weil, dann kann er nämlich von hier aus gleich in den Bahnhof rein und dann da hinten hin. Das heißt aber auch, hier muss erstmal ein Signal hin. So. So. Ja, genau. Dann hätten wir hier eine neue Linie. Und zwar hätten wir dann hier eine neue Linie von hier nach da. Und das ist dann RE2 Syko Busenberg. Oh. Busenberg. So, zack, das haben wir. Machen wir hier aber noch mal eben ein Fahrzeugdepot wegen den Bussen und so weiter. Das würde ich hier außerhalb bauen. Das kann ja mal irgendwie hier mit hin. So ein bisschen außerhalb der Stadt. So. Passagiere.
40, 25. Da würde ich fast das hier nehmen. Dann nehmen wir aber auch erstmal nur 5. Zack. Und das ist ÖPNV Busenberg. Das haben wir. Perfekt. So. Und dann müssen wir mal gucken, was kostete uns dieser Zug eigentlich, den wir da hatten? Dampf. Da haben wir den genommen, ne? Das kostet schon mal 1 Million, das Ding. Eieieiei. Blöd. Das bringt uns nicht wirklich weiter. Ja gut, da müssen wir noch ein bisschen warten. Ich würde ja echt gerne irgendwie, aber das können wir knicken, weil wir so viel Geld haben wir noch nicht. Aber da ist schon gut. Wir können jetzt natürlich von hier noch anliefern lassen, aber das ist echt blöd hier mit LKWs zu lösen. Hier warten so viele, ne? 33 an der Zahl. Das ist schon. Einer kann nicht mit. Blöd. Können wir denn hier schon irgendwas? Nee. Ja, ja, oder wir müssen uns Geld leihen. Ich guck mal eben. Was kostet der Spaß nochmal hier? Den Zug. Und dann nehmen wir mal 3 von denen. Liegt bei 2,7, also bei 2,8 Millionen. Na komm, wenn wir hier mal so ein bisschen. Genau, so. Dann würde ich nämlich sagen, nehmen wir den. So, 3. Kaufen. Und du gehst auf die Linie. Zack. Und da kommt er. Da will natürlich nur keiner hin. Und der fährt jetzt auch hier rüber. Ja, perfekt. Wisst ihr was? Da fahren wir aber mal mit. Das ist jetzt zwar hier, aber ist egal. Momentan ist es halt noch echt ein bisschen blöd. Ist halt echt noch blöd mit den Geschwindigkeiten. Aber egal. So. Oh, ist ja eigentlich eine schöne Strecke, ne? Oder? Sehe ich das falsch? Nee, ne? Ist eine schöne Strecke. Ich hau hier fast alles um. Fast alles um auf dem Schreibtisch. Huch. Ach ja, das ist ja hier jetzt. Auch eine ordentlich lange Strecke, ne? Und da ist jetzt die Kurve. Da kommt er jetzt rein nach Busenberg. Hallo. Oh, da warten schon Leute. Ne. 17 Personen. Wie krass. Es lohnt sich ja fast schon. Und da wollen auch schon 4 mit hin. Ja, geilomat, ey. Bin gerade echt am Überlegen, ob wir vielleicht. Sollen wir vielleicht schon mal anfangen hier mit dem Bahnhof? Könnte man eigentlich machen, oder? Achso, vielleicht sollte man erstmal eine Straße bauen. Hätte so Vorteile. Eventuell.
So eventuell. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Bahnhof... Doch, er nimmt. Er nimmt's. Nice. Oh, Moment, das ist ja teurer. Wenn wir das jetzt so machen. Zack. Und dann da einen Bahnhof noch irgendwie mit anbindeln. Weiß nicht, ob wir den hier mit dran kriegen. Weiß nicht, ob er das nimmt. Nein, tut er nicht, war klar. Mist. Warum denn nicht? Scheiße. Das ist natürlich blöd. Wenn wir den hier mit anbindeln, dann nimmt dann. Ja, dann bindeln wir ihn hier mit an. Geht ja da nicht anders. So, das heißt, wir brauchen aber erstmal nur ein Gleis und das geht direkt hier raus. So, schön mit 60. Zack. Das reicht. Und dann einfach geradeaus. Ah, nicht so ganz geradeaus, mit so einer leichten Kurve. Dann gibt es hier einen Bahnübergang. Und dann muss er von hier, nämlich... Oh. Na, ach, eigentlich könnte er hier ruhig ein bisschen langsamer werden. Weil ist ja... Na, gehen wir da mal rein. Bahnhofsvorfeld quasi. So. Das ist natürlich eine Scheißstrecke, ne? Irgendwie. Total unnötig so gebaut. Aber wirklich unnötig gebaut. Aber anders geht's nicht. Weil wenn die Felder abrupst, das ist richtig teuer. Müssen wir mal gucken, ob wir das später nochmal neu bauen und besser bauen. Und dann kann man nämlich hier in den Bahnhof reingehen und sagen, wir machen da noch ein Gütergleis raus. Und 29. Krass. Das, wow. Da könnte fast ein zweiter Zug drauf. Jetzt so langsam. Ja. Ich glaube, wir brauchen da jetzt einen zweiten Zug. Das machen wir jetzt auch. Wir nehmen den gleichen mit 1, 2. Wait. Why? Why you do this? Why you do this? So, Passagier. 1, 2, 3. Nehmen wir den gleichen. Kaufen uns den nochmal und schicken den auf diese Linie. So, der müsste da jetzt eigentlich warten. Genau, weil jetzt kommt ja der. Wow. Voll. Und dann nimmt der auch nochmal welche mit. Na super. Vielleicht. Also, man sollte vielleicht auch so die richtigen... Was ist denn, wenn wir dem... Ja, genau. Hier ein Ausfahrtssignal geben. Dann muss er eh da warten. Und das gleiche machen wir hier auch. Hier geben wir ihm auch ein Ausfahrtssignal. Müsste ja eigentlich funktionieren, ne? Obwohl, nee, hier geben wir ihm keins. So, der muss da warten. Aber dann sollte das sich so langsam mal einpendeln. Und diese Strecke ist echt was für ein Poppes, ey. Könnte man eigentlich... Weißt du was? Pass mal auf. Die Strecke hier ist echt was für ein Poppes. So. Kostet zwar jetzt wieder Geld, aber ist egal. Rein theoretisch könnte man doch jetzt von hier aus, nehmen wir doch das Gleis hier rüber. So, zack. Ist so viel einfacher, guck mal.
So. Ja, das ist besser. Das ist besser. Und dann kriegt der hier nämlich auch endlich mal mehr. Dann können wir nämlich die ganzen LKW-Dinger, den ganzen LKW-Geschiss mal verkaufen. Ja, so viel Kohle haben wir leider nicht mehr. Badam bam, badam bam. Unnötig platziert, ich weiß. Ist aber egal. Hier kommt ja eh nur ein Zug drauf. Vorerst. Und zwar auch der. Und dann Getreide. Da Getreide. Wie viel kann der? 4? 8. Was kostet uns der Spaß? 32. Ja, würde ich machen. Achso, man soll vielleicht auch eine Linie machen, ne? So, neue Linie. Und zwar von hier nach hier. Das ist dann nämlich Getreide. Getreide Guxhagen. Zug. Ja, doch. So. Zug. Bam, 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 badam, badam, bam, bam, bam. So, Getreide, Guxhagen, Zug, zack. So, und dann würde ich nämlich fast sagen, wir gucken mal jetzt hier nach der Linie, Getreide, hier. Fahrzeuge verwalten, und dann können wir nämlich alle Fahrzeuge verkaufen. Mal gucken. Und der hat auch schon direkt. Wie viel hat der? 6. Ja, dann können wir das schon mal verkaufen. Weißt du was? Dann verkaufen wir den ganzen Geschissel doch mal. Fahrzeuge verwalten. Verkaufen. Ja. Dann können wir nämlich die Linie mal löschen. Linie verwalten. Tschüss. So. Dann kann das weg. Und dann warten wir jetzt hier. Guck, Alter. Der wird voll. Der wird einfach nur voll. Ach du Heiliger. Das ist übel. Eieieiei. Wie sieht's hier aus? Achso, wie viel bringt der denn jetzt? Das ist übel. Ist das böse? Das heißt, da können wir demnächst auch nochmal einen zweiten draufsetzen. Oder erstmal gucken, vielleicht mal erweitern. 32. Dann kriegst du jetzt 32 ins Lager. Läuft bei dir, wa, mein Freund? Ja, schön. Der ist voll. Voll. Okay. Das scheint zu funktionieren hier. Ah, guck mal. Ah, die steigen um. Interessant. Interessant, meine Freunde. Interessant. Boah. Einen zweiten da noch hinpacken, weiß ich nicht. Aber dann könnte man echt mal hingehen und vielleicht schon mal hier. Ah, direkt hier dran, Cargo-Teilchen. Weiß ich noch nicht.
Man könnte hier höchstens nochmal hingehen und vielleicht sagen, so pass auf, wir machen hier nochmal Schienen hin. Und hier. Setzen hier aber nochmal so und dann geht es hier nochmal an Gleise. Und dann hier. Und dann machen wir hier vielleicht Cargo-Plattform hin. So, Gütergebäude. Komm, das will ich dahin haben. So. Boah, schick. Schick. Können wir nämlich hier direkt nochmal eine Straße anbinden. Nee. Nicht schön, aber selten. Ich habe es mir ein bisschen schöner vorgestellt, wenn ich ehrlich bin. Machen wir den nächsten Mal neu. So. Dann können wir schon mal die Schienen verlegen. So. So, guck mal. Ziehen wir die einfach mal hier. Hallo? Hä? Wollte gerade sagen. Hä? Das ist für ein Trick hier. Obwohl, nee, das können wir ja so lassen. Mit denen weiß ich noch nicht genau, was ich mache. Ich baue die jetzt einfach erstmal nur hier hin. So. Dann können die hier nämlich mal weg. So, guck mal. Dann haben wir es hier nämlich schön. So, und du musst dahin. Das heißt, ich würde das hier lang ziehen, das Gleis. Oder? Ja, ne? Lass noch mal gucken. Ich weiß, die Folge jetzt ist natürlich schon echt lang. Wir können da lang gehen. Wow.
So. Da rein. So. Ja, guck mal. Von der Bahnhof gefällt mir gerade so richtig irgendwie. Richtig geil. Vor allem ja das Cargo-Ding, ey. Dann müssen wir mal hier vorne auch noch was tun, wa? Bei den Passagiergebäuden. Warum passt da nichts mehr hin? Naja, egal. Die Brücke gefällt mir überhaupt nicht. Die machen wir wieder weg. Das gefällt mir gar nicht. Das gefällt mir gar nicht. Konnte man nicht irgendwie... Könnte man das nicht irgendwie mal machen? Dass man, bevor man baut, das können wir machen. Ja, das kann man machen. Ja, doch, das ist okay. Das können wir so machen. Können wir das hier auch so machen? Könnte rein theoretisch. Ich weiß, das ist jetzt gerade hier. Geht schon, geht schon, geht schon. Ja gut, ihr Lieben, dann soll es das für heute gewesen sein. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Däumchen hoch, da abonnieren, kommentieren nicht vergessen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge von Transport Fever wieder. Und das Ding ist voll. Eieieiei, das gibt doch nicht. Das gibt doch nicht. Ja, gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, ihr Lieben. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.